Hallihallo, ich freue mich sehr, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Und wie ihr seht, ich habe hier einiges liegen. Das habe ich mir heute beim Spaziergang mitgebracht. Und ich möchte mir hier diesen Kranz richtig schön sommerlich frisch gestalten. Kommen wir zur Basic. Dies ist dieser Kranz. Das ist einfach ein gewickelter, ich meine, Hopfenkranz. Der war mal richtig grün. Aber so gefällt er mir auch. Schöner Naturton. Dieser hat einen Durchmesser von 40 cm. Und in der Mitte möchte ich gerne eine Glasvase stehen haben, in der ich dann eine Kerze stelle. Diese nehme ich aber erstmal raus. Die Glasvase hat einen Durchmesser von 19 cm und eine Höhe von 20 cm. Stelle ich erst einmal hier rüber. Später zu. Hier unten habe ich ein kleines bisschen Steckschaum zur Erhöhung, weil sonst steht mir die Vase einfach zu flach und für dich sieht er nicht so toll aus. Genau, einen geeigneten Unterteller benötigt ihr noch, wenn gewünscht, aber ich finde das immer ganz nett. Dann kann man schnell mal vom Tisch tragen und woanders aufstellen. Und hier und da krümmelt ja so ein Kranz schon. Wenn ihr solch einen Kranz nicht besitzt, ihr könnt auch einen Strohrömer nehmen, würde dann diesen aber mit solch einem Band einmal umziehen. Das deckt schön ab und sieht ganz nett aus. Genau, oder mit irgendwas, was hier halt leiden wird. Wir beginnen mit diesen hier. Und da habe ich mir, und so kam ich überhaupt auf die Idee, dieses baumelte so herunter. Und das fand ich so schön, dass ich dachte, das nehme ich mir jetzt einfach mal mit. Haben wir einen dieser, ich glaube, ich habe mir fünf von diesen mitgebracht. Ja, was ist das? Das ist, man könnte sie nennen, gewöhnliche Jungfernrebe. Genannt Rankener Mauerwein. Habe ich mir rausgesucht und fand das ganz interessant zu lesen. Aber ich finde diese Blätter total schön. Ich finde diese Enden schön. Ich finde diese Rankflommel dazwischen total schön. Genau, und jetzt stellen wir sie. Jetzt stelle ich sie nicht einfach hier so hinein. Ich würde sagen, da hätte ich dann gefühlt 2 Stunden meine Freude dran und dann würden die Blätter auch schon nicht mehr schön aussehen. Ich habe hier diese Gläschen, diese Orchideenröhrchen, alles, was ich hier nutze als Zutaten, hinterlege ich euch sehr, sehr gerne im Anschluss in der Infobox. Ihr klickt einfach auf den Titel, so gelangt ihr zur Infobox und könnt einmal nachschauen. Und genau, so, hier haben wir die erste und ich werde es auch ganz luftig locker drum packen. Ich habe mir hier eigentlich so ein paar kleine Abschnitte zurechtgeschnitten von diesem Bindedraht. Ich werde einfach mal schauen, ob ich es benötige, ob ich es nicht benötige. Ich habe ursprünglich gedacht, dass man es vielleicht hier und da, ich kann es ja kurz mal aufzeigen, einfach ganz, ganz luftig drumherum wickelt, dass es ein bisschen Halt hat und das Ende stecke ich einfach wieder hier um zu. So, nun habe ich hier noch weitere 3, 4 und auch die möchte ich recht locker flockig noch um zu tun und das mache ich mal eben. So gefällt es mir schon richtig gut, richtig schön locker, saftig, grün. Und hier haben wir jetzt noch ein paar Dinge und es ist alles erlaubt, was gefällt. Geht einfach raus, schaut, was ihr findet, schaut, was ihr mögt. Hier habe ich jetzt Hortensienbüschel und auch die setze ich mir hier noch mal zusätzlich ins Wasser. Dann hat man wirklich ganz, ganz lange seine Freude dran. Und diese Deko ist auch so schnell gemacht, wenn man Kaffeegäste erwartet, dann ist die fix kreiert und man hat was richtig Schönes auf dem Tisch. Einfach einmal durch den Garten streifen und in der Natur ein bisschen die Augen offen halten. Ich werde mir jetzt einmal die Vase schon hineinstellen, um ein bisschen ein Bild dessen zu bekommen,
wie es wirkt. Ja, so gefällt es mir wirklich richtig gut. So, und jetzt werde ich die Dinge, die ich jetzt hier noch habe, einfach noch mit umzustecken. So, was habe ich jetzt hier noch? Das ist ganz herkömmliches Weidelgras. Die kürze ich ein und stecke die einfach noch ganz locker. Wie gesagt, ich war heute die Mittagsrunde mit meinem Hund. Und für mich ist das immer Entspannung pur, wenn ich mit ihm durch die Natur streife. Für ihn ist es total toll. Er macht dann seins, wenn ich meins mache. Wir ergänzen uns da richtig, richtig gut. Ich glaube, er ist mal ganz froh, wenn ich mal sage, Buddy halt, Frauchen braucht. So, was haben wir hier noch? Wir haben hier noch andere Gräser. Ich glaube, die heißen Knäuelgras oder so. Auch da guckt ihr einfach, was mag man, was findet man. Schon mal richtig klasse aus, aber ich habe noch mehr. Ich habe hier noch das Wiesenkerbel. Das finde ich auch ganz nett. Und das kann richtig schön eintrocknen. Das brauche ich jetzt nicht noch zusätzlich in einem Wasserröhrchen stecken. Möchte sehr gern eine Kerze mit ins Spiel bringen, gebe ein bisschen Sand unten rein, einfach aus dem Grund, oh, das stoppt, einfach aus dem Grund, dass die Kerze ein bisschen mehr Halt hat und man auch diesen Steckschaum nicht mehr sieht. Dann könnt ihr eine herkömmliche kleine Kerze hineinstellen, finde ich auch sehr schön. Ich habe noch von einem meiner Weihnachtsdeko, glaube ich, war das, hier diese Dreidochtkerze übrig und ich finde, die passt richtig schön dort rein. Ich finde auch dieses Feuerzeug richtig klasse. War mal ein Werbegeschenk und wir nutzen das auf dem Campingplatz, auch bei Sturm, bei Regen, bei überhaupt, weil wir da unwahrscheinlich viel grillen. Und ja, bisher hat uns das noch nie im Stich gelassen. Man lädt es hinten einfach auf und man hat recht lange sein Zündfeuer dabei. In diesem Sinne, Ebola fertig. Ich bin krass begeistert. Ich finde das richtig schön. Werd's genießen. Ich denke so, na, eine Woche wird man daran seine Freude haben, wenn man natürlich immer wieder auch das Wasser austauscht. Oder man geht einfach nochmal los. Man weiß ja, wo man diese tollen Dinge gesichtet hat. Und holt sich einfach nochmal frische Zutaten und gestaltet es sich neu. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß beim Nachmachen. Viel, viel Freude mit eurer Kreation.
Und ich würde mich freuen, wenn wir uns ganz, ganz bald ganz einfach wiedersehen. Und wenn ihr Lust habt, gebt ihr mir einen Daumen. Und wenn ihr noch mehr Lust habt, abonniert ihr meinen Kanal und wisst immer als erstes, wenn ich etwas Neues für euch habe. In diesem Sinne, ciao, ciao, sagt eure Deko-Jana.